Kunst, sondern mit einer kleinen Geschichte. Vor drei Jahren klopfte es an die Tür. Ich saß da bei uns im Besprechungsraum im Museum und Max Schmitz steckte den Kopf rein und sagte, darf ich mal stören? Er ist nämlich geschickt worden von meiner Kollegin aus Oberhausen, von der Ludwig-Galerie, und hat gesagt, da habe ich mich vorgestellt, da wollte ich eigentlich eine Verbindung zum Museum aufnehmen, aber die sammeln keinen, die arbeiten nicht mit Skulptur, deren Schwerpunkt ist ein anderer. Und das ist ja auch ganz richtig, wir haben so viele Museen hier im Ruhrgebiet und da sollte jedes Museum gucken, dass es so seinen eigenen Schwerpunkt setzt. Und unseres, wie der Name schon sagt, ist eben an erster Stelle die Skulptur. Und dann habe ich ihn reingebeten, wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, er hat ein paar Kataloge mitgebracht und daraus ist im Prinzip hier die Ausstellung heute geworden. Naja, es hat einige Zwischenschritte bedurft und es sind ja auch schon einige Punkte realisiert worden. Sie haben es angesprochen, es gibt wunderbare Skulpturen im großen Ratssaal. Es gibt aber auch weitere, die bei uns im Museum stehen. Es gibt in der Scharun-Schule eine Skulptur, die dort auf Dauer platziert ist. Also Max Paraklinik. Schmitz ist jetzt in der Paraklinik, genau, Entschuldigung, richtig, in der Paraklinik, weil wir machen gerade einen kleinen Katalog dafür. Es sind also nicht nur die Skulpturen, die jetzt hier an der Emslandstraße stehen, sondern Max Schmitz ist sozusagen überall inzwischen schon in der Stadt, bei uns in der Sammlung vertreten. Und nur ein bisschen übertrieben. Ja, ich habe sie aufgezählt und man kann sie dort angucken, man kann sie da besuchen. Der Grund, der Hintergrund ist nämlich folgender, durchaus ein ganz ernster. Dass als Max Schmitz mich besucht hat, hat er gesagt, ich habe mein Leben lang gearbeitet. Meine Frau ist auch Bildhauerin, ein Leben lang beide zusammen, erst in Karlsruhe, dann in Stuttgart und jetzt nicht weit von Stuttgart in Leonberg lebend, aber immer mit der Kunst beschäftigt. Dann ist er aber im Schuldienst gewesen und hat deswegen einfach nicht so viel Zeit der Kunst widmen können, wie das ein freier, freiberuflich tätiger Künstler tun kann. Und dazu kommt natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, von einigen freien Künstlern eine Art von Überlegenheitsgefühl, vielleicht aber auch Neid, zu sagen, der hat ja einen festen Job. Ne? Das ja, haben Sie immer so betont. Das habe ich vom Professor Krause, der an der Oberfinanzdirektion die Wettbewerbe ausschrieb, habe ich das gehört. Der hat mich immer begrüßt, denn bei Ausstellungen, ach Herr Schmitz, Sie brauchen uns ja nicht zu kümmern, Sie sind ja versorgt. Und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, stimmt Herr Krause, ich bin ein freier Künstler. Ich versorge mich selber. Und in dem Sinne ist das freie Künstlertum etwas, was man hier auf einer anderen Ebene wirklich toll erleben kann. Weil Max Schmitz hat sich sein ganzes Leben mit einer klaren künstlerischen Fragestellung beschäftigt. Und das, was Sie jetzt gerade ansprechen, Sie haben nicht nach bestimmten Aufträgen gucken müssen, um zu überleben. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und so hat er uns eingeladen. Stefan Wolters und ich sind in Leonberg gewesen, haben tatsächlich eine Dienstreise dahin machen dürfen, mit Übernachtung, weil es so weit entfernt ist, und haben dann ganz ausführlich, nämlich nicht nur im Atelier und nicht nur in der Werkstatt und nicht nur in der Stadt, sondern auch noch in vielen Gesprächen erleben können und verstehen können, was dem Künstler Max Schmitz und ich sage immer dazu auch die Künstlerin Ingrid Dahn ausgemacht hat, weil das Angebot war folgendes und deswegen meinte ich eben durchaus auch ernst gemeint. Was passiert eigentlich mit einem solchen großen Oeuvre, was entstanden ist über viele Jahrzehnte, wenn es nicht durch eine Galerie vertrieben wird, wenn es nicht irgendwo auch ein Stückchen Heimat findet? Und das großartige Angebot war von beiden, dass wir etwas für das Skulpturenmuseum aussuchen durften, was jetzt sozusagen nach und nach in den Besitz des Museums übergeht. Und das Gleiche gilt eben jetzt auch für diese Gruppe der Figuren. Und das ist eigentlich auch für beide Seiten, hier kann man tatsächlich von einer echten Win-Win-Situation sprechen, ganz großartig. Wir, das heißt das Museum, aber eben die Stadt, auch gewinnen tolle Kunstwerke, obwohl wir ja, wie alle hier wissen, seit Jahrzehnten keinen Ankaufsetat mehr haben. Auf der anderen Seite gewinnen die zwei Künstler aber auch eine Art Heimat für das Werk. Und deswegen weiß ich, dass es auch
toll ist für Sie, dass wir heute hier die Skulpturen eröffnen können. Und wir haben eben kurz drüber gesprochen, oder das ist ja auch so ein ständiges Thema. Man hat manchmal das Gefühl, nur die ganz neu sind, die jung sind, sind die, die dann besprochen werden. Ja, mit dem Besprechen mag das manchmal so sein. Aber es gibt natürlich Themen, die immer sich durchziehen. Und dafür ist das Werk von Marc Schmitz auch ein sehr gutes Beispiel. Auch wenn Marc Schmitz jetzt 82 heute geworden ist, ich darf das sagen, ne? Dann hätte man ihn gestern sehen müssen, wie er mit dem Stemmeisen, mit dem Brecheisen da diese große Skulptur noch ein bisschen verrückt hat. Ne? Also das hätte ich mir nicht zugetraut. Ne? Aber er ist wirklich mit dem Handwerklichen, ich glaube auch nicht nur das Handwerkliche, obwohl das natürlich hier eine große Rolle spielt, weil die einzelnen Schritte hat er ja selber durchgeführt, ne? Selber geschweißt und selber das Material ausgesucht, zuschneiden lassen, aber dann in Form gebracht und von kleinen Modellen ins Große übertragen. Aber was dahinter steht, ist ja nicht nur diese materielle Seite, sondern es ist die Beschäftigung mit dem Grundthema, auf das ich nochmal zurückkommen wollte. Das Grundthema der menschlichen Figur. Der menschlichen Figur, ein Thema, was heute sicherlich nicht so unglaublich präsent ist, kann man sagen, aber eines, was es von Beginn an gegeben hat. In den ersten Höhlenmalereien findet man die menschliche Figur. Bei den Griechen, bei den Römern in der Renaissance hat es das immer gegeben. Und deswegen ist es ein Thema, was auch nicht verloren gehen wird in der digitalen Zeit. Einfach schlicht, weil die menschliche Figur weiterhin interessant ist, in welcher Form auch immer. Und dass sie jetzt uns hier im Material Eisen entgegenkommt, das ist ja eine spezielle Ausprägung. Und das sollte so ein bisschen das Stichwort sein. Wir haben ja nicht direkt abgesprochen, aber so indirekt gestern, dass Sie heute auch noch ein paar Worte sagen. Gerne.